Ist der Daniel, gell? Wir haben gerade telefoniert. Wir haben gerade telefoniert, genau. Lass uns gleich mal einig. Gewisse Vorstellungen, wie der Bogen aussehen soll, oder? Also ich wollte einen handgemachten Holzbogen haben. Handgemachter Holzbogen, also keinen von den laminierten Bögen? Ja. Gut, dann gucken wir mal ein Regal weiter. Hier haben wir jetzt die reinen Holzbögen aus unterschiedlichen Holzarten. Gewisse Vorstellungen, wie er aussehen soll. So klassisch Langbogen oder ein bisschen kriegerisch, frech. Also ungefähr bissig. In der Farbe, aber nicht in dem Stil, eher in dem hier. Dann haben wir hier eine innere Curve. Das ist die klassische D-Form, wie man es jetzt hat, gern verbaut. Mhm. Ja. Und der ist jetzt ein bisschen dunkel gehalten worden, hat jetzt ein bisschen eine kriegerische Form, hat auch eine Hirschhuhhaut drauf, wo ich jetzt von der Maserung her ein bisschen wilder gehalten habe, ne? Okay. Also aus kriegerischen. Und von den Tabs her habe ich jetzt hier Horn genommen. Ja. Das unterstützt praktisch beim Schießen den Bogen ein bisschen und macht aber auch optisch ein bisschen was her. Okay. Ja. Und oder Curve schon mal geschossen oder eher so der Langbogen? Habe ich noch nicht geschossen. Ja. Regelmäßiger Schütze oder ein bisschen so Freizeit? Ja, so zweimal in der Woche. Zweimal die Woche. Schieß ich. Wird es mal erhöht oder seltener? Seltener eigentlich. Also, da ist ein Langbogen schon fast besser. Okay. Ja. Weil eben die Fehler beim Ablassen und beim Schießbild einfach angenehmer und ruhiger ist vom Schießen her. Ja. Von der Größe her ungefähr die gleiche Körpergröße oder ein bisschen kürzer? Ja, so wie ich ungefähr. Plus minus 10 cm. Ja. Okay. Rechtshandschütze oder Linkshandschütze? Ich bin Rechtshandschütze. Rechtshandschütze, gut. Dann kann man anhand jetzt von den laminierten Bogen mal vermessen, wie lang der Bogen sein darf und wie der Auszug ist und wie viel Pfund der Bogen maximal haben darf. Ne? Mhm. Weil es hilft nichts, wenn der Bogen jetzt zu stark ist, dann schießt man bloß ein paar Pfeile und dann geht das Ganze nur ins Ballen über und man hat keine Freude, weil das Trefferbild einfach da nicht passend tut. Okay. Ja? Also das ist meine Aufgabe, rauszukriegen, wie viel Pfund drin sein dürfen, maximal nach oben. Mhm. Ja? Also hier habe ich jetzt einen glaslaminierten Bogen. Anhand deines Auszuges vermesse ich dich jetzt, die Daten schreibe ich auf, dass ich weiß, wie ich jetzt deinen Holzbogen bauen muss. Und wenn wir die Daten dann haben, Pfeillänge, Auszugslänge, wie lang der Bogen plus minus sein darf, können wir darüber reden, wie der Bogen gestaltet werden soll. Ein bisschen ins Mittelalterliche oder ins Kriegerische. Da kann man nach oben fast alles realisieren. Okay. Ja, das kommt mal mit zum Vermessen. So, jetzt kommt der interessante Teil. Das Vermessen. Bogen mal ganz normal halten. Pfeil einlegen, aber nicht schießen damit. Die Füße einfach mal zu mir. Und dann einfach mal so richtig ziehen, als wenn es normal wäre. Zeigefinger zum Mundwinkel, so, Rückenspannung und dann nachlassen. Okay, dann das gleiche noch einmal. Das machen wir jetzt dreimal und dann so, das passt auch. Nachlassen. Okay. Geht schon in die Arme, gell? Ja. Und nochmal nachlassen. Gut.
Notiert habe ich jetzt 29 Zoll. Dein Auszug ist bei 28,5. Mhm. Und 1 Zoll baue ich aus Sicherheit ein, das wo der Bogen auf alle Fälle abhaben muss. Ne? Weil gerade wenn der Bogen jetzt neu ist, dann probiert man ein bisschen, wo fühlt man sich jetzt wohler beim Auszug. Und da sind wir zumindest da mal auf der sicheren Seite. Ne? Von der Zugkraft her hat jetzt der Bogen 35 Pfund. Wie hat er sich angefühlt? War zu streng? War zu leicht? Hat er sich angenehm angefühlt? Aber angenehm, ja. Angenehm. Und welche Pfundzahl hast du dir vorgestellt, was er haben darf? Ja, schon so 35, aber könnte auch mehr sein. Also 5 also Zoll auch mal plus. 40, 45 könnte es auch sein. So, die Größe habe ich jetzt notiert, zwischen 1,80 m und 1,85 m. Da muss ich jetzt halt gucken, was das der Rolling hier hergibt. Weil ich immer gucke, wie der Bogen drin liegt. Dann kann man das mal schwer definieren, genau 1,80 m oder 1,85 m. Was darf denn der Bogen kosten? Und wann fangen die eigentlich an? Also die Preise fangen bei 480 an und nach oben im Prinzip keine Grenze, aber ich sag so 1000 bis 1200 Euro ungefähr. Okay, ich hätte so 700 bis 750 Euro. Okay, da kann man schon ganz was Ordentliches vom Design her hinzaubern. Ne? Rohhautmäßig darf was drauf sein? Ja. Und auch Knochentaps. Ja, das Ohren. Wenn das geht zusammen? Das geht. Ja, also da kriegen wir schon einen tollen Bogen hin. So. Von der Pfeilengestaltung her, gewisse Vorstellungen. Der würde mir gefallen. Der hier? Mhm. Also nicht so was Farbiges wie die zwei. Nee, eher so mittelalterlich. Also richtig kriegerisch. Genau. Wie der, also mit einer echten Holznocke drauf, mit echten Truthahn Naturbefiederung in weiß und mit zwei normalen Befiederungen. Und von der Spitze her, also die würde ich empfehlen, nur als Show-Objekt herzunehmen. Okay. Ja, weil du kannst mal mit dem Finger drauf tun, die sind echt spitz. Ja. Und da wird ja jeder Veranstalter sagen, nicht auf meinen Scheiben schießen damit, ne? Weil da zerlegst du jede Scheibe damit. Okay. Ja. Und damit es passend dazu sind, würde ich praktisch die hier empfehlen, dann mit der Plastikknocke mit drauf. Ja. Und dann mit der normalen Bulletspitze. Mhm. Und ich persönlich bin Freund davon, die Pfeile, wenn ich sie selber schieße, Klarlack drüber zu ziehen, das heißt lackieren. Das hat gegenüber des Geölten einen Vorteil, dass der Schaft, wenn er feucht wird, sich nicht verzieht und nicht weicher wird. Mhm. Ja, weil beim Holz ist es ja so, es ist zwar geölt, kann keine Feuchtigkeit reinziehen, aber er wird, wenn das Klima feuchter wird, weil man kommt ja auch immer wieder mal in den Regen und man möchte den Pfeil schießen, dass der Pfeil nicht mehr zum Bogen passt, weil er eben weicher wird. Okay. Und bei einem Bootslack überzogenen Pfeil, also ich habe da einen Seitenmatten, da sieht man den Lack nicht so deutlich, bleibt er einfach stabiler. Ja. Es ist jetzt bloß noch die Frage der Sehnengestaltung. Soll er jetzt Fastblade-tauglich sein oder nur für Darkroon-Sehne tauglich sein? Gibt es da Unterschiede? Da gibt es Unterschiede, ja. Zeig ich mal, ich habe jetzt da ein paar Rollen hier. Das hier ist jetzt die Darkroon-Sehne. Die hat die Eigenschaft praktisch wie ein Gummiseil. Ja. Okay. Man muss sich so vorstellen, der Effekt jetzt bei der Sehne ist ja so, Bungee springen, weißt du, was es ist? Ja. Ja. Du springst von der Klippe runter und das Gummiseil zieht dich nach, bremst dich ab und zieht dich wieder zurück. Das ist der Gummiseileffekt. Mhm. Und das ist die schonendste Art jetzt für den Bogen. Das Fast Flight ist praktisch sehr, sehr aggressiv. Es ist auch von der Machart leichter und auch wesentlich dünner wie das Darkroon. Zum Vergleich, wenn man dann mal so guckt, das ist das Darkroon und das ist die Fastflight-Sehne. Also es ist um die Hälfte dünner und das hat einen Stahlseileffekt. Das heißt, du würdest jetzt Bungee springen und nicht mit einem Gummiseil, sondern mit einem Stahlseil und du springst runter und was passiert? Du bleibst auf dem Schlag stehen. Mhm. Ja, und das tut dir weh und das tut auch dem Bogen weh. Okay. Also ich kann den Bogen für Fastflight tauglich so anfertigen. Nur die Lebensdauer mit Fastflight tauglichen Bögen ist auch bei laminierten Bögen reduziert. Ja,
Also nicht ganz so lang mit dem Darkhorn. Würde ich lieber Darkhorn nehmen. Also du wirst ihn schon ein paar Jährchen schießen und ich bloß für ein paar Wochen oder Monaten, sage ich einmal. Lieber langlebiger. Lieber langlebiger. Ich hätte da noch eine Frage. Ja, welche? Wie lange dauert denn das, bis mein Bogen dann fertig ist? Doch ungefähr zum Bauen 4-5 Wochen. Mhm. Ja, aber wenn er soweit fertig ist, rufe ich dich sofort an. Mhm. Und dann kannst du ihn am gleichen Tag noch mitnehmen. Okay. Kann ich da eigentlich dann gleich schießen? Oder? Der ist gleich schießfertig. Ich zeige dir dann auch, wie man ihn bespannt. Mhm. Von der Pflege her gehen wir noch einige Details durch. Weil das ein bisschen anders zu behandeln ist, wie ein laminierter Bogen. Versteht sich von selbst, ist ja auch ein Naturprodukt, das Holz. Okay. Ja? Gut. Dann können wir es besiegeln. Okay. Okay. Den ersten Rücken von dem Kernholz drauf gehe. Begriff, dass die nicht unterbrochen werden darf. Weil da ist am meisten Zug drauf. Und weißt du selber, wenn du eine Wunde hast am Ellbogen, die am Zuheilen ist, und du kriegst den Ellbogen an der Stelle mit der Haut auf Zug, reißt sie da wieder auf. Und so ist es praktisch beim Bogen auch. Und die muss wirklich glatt und astrein sein. Also Äste dürfen schon drin sein. Aber man muss halt wissen, wo und wie. Jetzt habe ich geschaut, wie die Sehne durchlaufen wird, wenn ich den Wurfarm so lasse, wie er jetzt ist. Ne? Genügend Fleisch nach links und nach rechts, dass ich da ein bisschen ausweichen kann. Ne? Schon fast Kunst, erst einen Bogen zu bauen, weil früher haben sie auch keine Schablonen gehabt. Ne? Und halt dann ältere Werkzeuge und dann hat halt den Bogen halt ein bisschen länger gehalten oder länger gebraucht. Ne? Und heutzutage geht einer hin an die Bandsäge und schneiden sich dann halt so raus. Ne? Weil Schablone geht dann wirklich nur bei die 100%ig geraden. Ja. Und darum macht es die Form, ne, vom Bogen. Das ist ein eigener Charakterbogen, der eigentlich sehr schwierig ist zum Bauen. Ne? Und da auch der Preis doppelt so hoch ist wie beim normalen Bogen. Anspruchsvoller ist es dann, wenn der Bogen ein bisschen schlangenartig
gespalten ist. Dann kann man nämlich keine geraden Linien ziehen, sondern man muss eben mit der Faser mitarbeiten. Und das macht dann diese Art der Bögen zu einem bestimmten Charakter. Als Charakterbogen werden die gern angepriesen. Und die Arbeitszeit ist da teilweise 3 bis 4 Mal länger wie bei einem geraden Bogen. Zum Beispiel, wo man durch der Spione nacharbeiten muss. Also das gröbste Hobel mag ich jetzt hier noch ein bisschen mit dem Hobel. Dann muss ich nochmal die Länge kurz machen. Auch rein tue ich es deswegen, damit die Ecken und Kanten von der Ziehklinge her, dass sie ein bisschen begradigt werden. Ne? Und dann komme ich mit dem Hobel ein bisschen besser rüber. Die wo auf den Bogenrücken drauf geklebt wird. Und da wird die 2 Wurfarmen für oben und für unten aufgezeichnet auf eine Hirschrohhaut. Und ja, die schneide ich jetzt dann aus, wird eingeweicht und dann aufgeklebt. Da wirkt praktisch der Schnitt als Bremse, dass ich nicht zu weit reinfahre. Und dann haben sie auch wenig mit Ziehhobel und so Sachen gemacht. Ne? Weil die haben das dann mit Tonscheiben, Scherben, das Finish rausgeschabt und so. Ne? Und ich meine, mit der Maschine kann es ja jeder, aber so mit dem groben Werkzeug auch ein bisschen feiner ausarbeiten, das musst du dir ein bisschen aneignen. Ne? Und so feiltechnisch oder so, glaube ich, waren die früher auch nicht so toll ausgestattet wie jetzt. Also das wird im Prinzip gemacht, dass das Ganze noch ein bisschen geglättet ist, weil da aber noch so kleine Unebenheiten und Ecken und Kanten drin sind und damit es auch unter der Rohrhaut sauberer ausschaut. Ne? Und die Kanten werden halt dann dabei noch ein bisschen schöner runter. Das ist die eingeweichte Hirschrohrhaut.
nachdem der Kleber trocken worden ist. Das dauert ungefähr 24 Stunden. Wird er entwickelt, die Klebestellen gereinigt und dann geht eigentlich schon die Hauptarbeit des Tillerns weiter. Ja, beim Putzen muss man darauf achten, dass sauber gearbeitet wird, dass die Kanten einen schönen Übergang bekommen, dass das Ganze ein schönes Bild gibt. Der Vorteil jetzt bei einer Hirschrohhaut ist eigentlich, er stabilisiert die Bogenaußenseite, macht den Bogen robuster. Er ist ein bisschen stoßunempfindlicher und macht auch insbesondere ein schönes Bild. Ja, beim Runterarbeiten der Wurfarme muss man sehr vorsichtig arbeiten, weil sonst kann sein, dass die Wurfarme gleich viel zu schwach werden, als man ursprünglich wollte. Rantasten. Bei erster Linie schaue ich erst einmal, dass er sich vernünftig biegt. Und meistens haben sie dann eh 10, 15 Pfund mehr, ja, beim Ziehen da hat. Und dann kann man sich an das Maß hintasten. Und nach dem Schießen, wenn die ersten 100, 200 Schuss nachher drauf haben, wenn er sich richtig biegt, ändert sich der Tiller oft einmal noch mal ein bisschen. Und dann lassen es teilweise noch mal zwischen 5 und 10 Pfund noch mal nach. Ja. Darum baue ich immer gerne ein bisschen im Plus. Und da man dann an die gewünschte Pfundzahl so nah wie möglich rankommt. Wenn, dann muss er sich ja dann gleichmäßig über den ganzen Wurfarm biegen und nicht bloß an einer Stelle gearbeitet, weil da ist dann der Schwachpunkt, ja, vom Bogen. Weil beim ersten Mal biegen kommt er nicht. Der gibt er dann erst nach 10, 15 Mal, wenn du den bearbeiten tust oder bewegen tust, gibt die Stelle dann erst nach und dann setzt er sich ein bisschen. Und darum ist es wichtig, dass man immer wieder hin und her wechselt. Die Sehne, die ich hier anfertigen tue, ist maßgeschneidert auf den Holzbogen. Der Bogen hat seine eigene Länge, die nicht nach Norm entspricht. Somit wird da die Sehne speziell angefertigt. Die Strangzahl, die hier verwendet wird, 14 Stränge, und die errechnet sich aus der Pfundzahl, was der Bogen später haben wird. Von der Sehne, die oben und unten gemacht werden, sind jetzt halt speziell, sagen wir mal, nicht zu groß gehalten und praktisch passgenau angefertigt. Bei den Öhrchen ist darauf zu achten, dass das Sehnengarn auch wirklich straff und streng gewickelt wird, dass sie auch wirklich sauber passen und auch nicht von dem Bogen springen können.
Wichtig ist, dass die Mittelwicklung dick genug ist, damit der Pfeil wunderbar sitzt. Er darf nicht von alleine runterrutschen und er darf auch nicht zu streng sitzen. Bei der Mittelwicklung achte ich immer darauf, dass die Mittelwicklung nicht zu lang wird, sondern nur da gewickelt wird, wo sie gebraucht wird, und zwar bei den drei Zugfingern. Durch spezielle Wickeltechnik sieht man weder Anfang noch ein Ende und der Faden verschwindet so unterhalb des Fadens, damit er nicht mehr aufgeht. Das Anbringen des Nockpunkts dient für den Schützen als Orientierung, wo er den Pfeil vor dem Schuss ansetzt. Ja, der Griff des Bogens ist eigentlich schon fast das Wichtigste, weil der muss oder sollte hundertprozentig sitzen, weil der Bogenschütze das Gefühl haben muss, dass es eine Einheit ergibt. Darum ist es immer wieder wichtig, die Position vom Pfeil und vom Griff immer wieder zu überprüfen. Das nimmt auch eine gewisse Zeit in Anspruch. Bei der Pfeilanlage muss die Position ganz genau passen, damit das Trefferbild für den Schützen optimiert wird. Farbgebung des Bogens gehe ich auf den Kundenwunsch ein. Bei den Beizen benutze ich nur wasserlösliche Beizmittel und bei der Impregnierung nur reines Leinöl. Je nach Stil des Bogens kann der Griff entweder rein in Holz gehalten werden oder auch, wie hier gezeigt, in Leder gewickelt werden. Die verschiedenen Lederarten, die ich anbiete, sind Hirschleder, gefärbt oder Natur, Rinderleder oder auch Schweinsleder.
Gliastreifen, die oberhalb und unterhalb des Bogens angebracht werden, dienen rein nur als Optik, wo der Bogen ein bisschen mehr ins Kriegerische gehalten wird. Die Stanze ist eine Entwicklung von mir. Habe ich 2 Jahre lang wirklich dran getüftelt. Einen extrem scharfen Stahl von der Schneidlinie. Und das ist jetzt hier beim Stanzen wirklich optimal einsetzen lässt. Also man kann hier ohne Hammer arbeiten. Sauberes Schneidergebnis und da bin ich richtig stolz drauf. Bei den Holzpfeilen gibt es unterschiedliche Holzmaterialien. Einmal die Fichte Tanne, die wo vom Preis her wesentlich günstiger ist und auch ca. 10-15% leichter ist, wie die Oxford-Zeder, die ja importiert wird von Amerika drüben. Und viele Schützen, sagen wir mal, die nehmen gern die Zeder, legen mehr drauf, weil man da über Jahrzehnte damit eben im Bogensport geschossen hat. Ist halt auch eine preisliche Frage, ne? Mehr ätherische Öle, die Zeder, und ist auch wetterunempfindlicher gegenüber jetzt der Fichte oder der Tanne, was wir jetzt schießen. Die Länge vom Pfeil, die wird dann auf dem Schützen abgestimmt. Das heißt, ich mache gern 1 bis 1,5 Zoll plus. Dann kann der Schütze noch mal ein bisschen variieren, gerade wenn es ein ungeübter Schütze ist, der übt dann noch ein bisschen vom Anker her, wo ein bisschen Zug seinen Punkt findet. Und beim richtigen Sportschützen, der legt dann Wert darauf, dass der Pfeil oder alle Pfeile exakt auf sein Maß ausgelegt werden. Und das ist ja wichtig, dass das Gewicht immer hundertprozentig passt vom Pfeil. Das wiege ich dann elektronisch aus. Und da wird dann ein Pfeil nach dem anderen exakt gebaut, wie eineiige Zwillinge. Und da muss auch das Spitzengewicht passen, weil der Sportschütze darauf Wert legt, dass die Punktgenauigkeit beim Schießen einfach exakter ist. Unterschiedlich so Carbon, Aluminium, da kann einer so bis 60, 70 Euro kosten. Ne? Holzpfeile, die man baut, die haben da weit über 500 Schuss drauf, ne? Und sind top. Oder gibt es halt welche, die sind nach dem zweiten Schuss, weil sie unglücklich irgendwo drauf kommen, sind die dann ruckzucki zerbrechen. Gerade wenn es auf einen Stein oder auf ein Metall irgendwo drauf knallt, ne, das überlebt er nicht. So Streifschüsse, wo es man so richtig so wegstaucht oder so, das macht ihm nichts. Aber Metallschüsse oder sonst, das tut ihm dann schon weh. Ich würde jetzt da, sagen wir mal, einen gedachten Strich ziehen, ne, und legt die Feder genau so drauf, dass sie gerade drauf ist. Hat aber einen Nachteil, ne? Dann kann der Wind, der Pfeil ist zwar schnell, aber der Wind bringt den Pfeil dann nicht so in die Rotation mit rein. Ja, also lege ich den Pfeil leicht in die Schräge mit rein. Das heißt, dann liegt die Feder ein bisschen schräg zum Wind. Ne? Der Wind kann besser rein und er rotiert besser. Aber jetzt hat nicht so schlimm reingehen als gewundeten Pfeil. Und da gibt es noch eine Klammer, wo der Pfeil, die Feder so richtig schön so rumgeht. Dann sieht es aus wie so ein,
Schraubgewinde praktisch von denen hier. Und das bringt dann den Pfeil schneller in die Rotation, stabilisiert es sich auch besser. Ne? Nach dem Aufkleben der Federn an den Schaft wird jeder einzelne Pfeil nochmal kontrolliert, ob der Kleber auch optimal hält. Nach der Kontrolle umwickle ich den Schaft mit Garn. In erster Linie ist es ein optischer Blickfang für den Pfeil und zum zweiten schützt er auch den Kiel und die Feder, gerade mal wenn ein Durchschuss passiert bei Schießtraining. Hier in dem Fall umwickle ich dann auch nochmal die komplette Feder mit dem Garn. Bis hinten zur Holznocke, wo dann auch die Holznocke durch den Faden auch nochmal befestigt und stabilisiert wird. Beim Durchwickeln der Feder, wie ich es jetzt hier zeige, hat eigentlich sozusagen den Sinn, dass die Feder noch einmal zusätzlich zum Kleber noch mal stabilisiert wird. Auch einen wunderbaren optischen Blickfang bei jedem anderen Bogenschützen. Wunderbar anzusehen ist. Da hat jeder Bogenbauer seinen eigenen Stil. Manche machen die Wicklung ein bisschen breiter, andere wieder ein bisschen schmäler. Also da verherrlicht sich jeder Bogenbauer eigentlich selber. Wicklung bis zur Nocke vorne hat es eigentlich den Sinn, dass die Nocke selber hinten nicht einreißen kann beim Schießen und dann auch nochmal sich ein bisschen mehr stabilisiert. Angefangen habe ich in Wörgl am Balkon, dann haben wir da so eine Balkonterrasse gehabt. Hatte ich da so einen blöden Beistelltisch, da habe ich dann den ersten Aldi-Schraubstock so nach da montiert. Und dann habe ich dort angefangen, Bogen zu bauen. Ne? Unten sind die Leute vorbeigegangen und guck mal, da ist ein Bogenbauer. Und am Sonntag sind wir zum Schießen gefahren. Mittelalterliche Kampfspitze, die ich auf dem Pfeil klebe, wird gerne als Vorzeigeobjekt auf Mittelaltermärkten mitgeführt.
Jede Anfertigung vom Pfeil bis zum Bogen wird vor der Übergabe an den Kunden nochmal sorgfältig kontrolliert. Hallo Daniel, hier ist der Alex von Gales Bögen, der Bogenbauer. Du, dein Bogen wäre fertig. Ja, die kannst du morgen Nachmittag abholen, so gegen 3. Treffen wir uns da. Ja, das ist super. Ja, kommst um 3 her und dann weise ich dich ein. Ja? Also dann, servus, bis morgen. Ciao. So, jetzt haben wir hier einen Probierblatt. Mhm. So, und beim Ziehen machst du schon ganz ordentlich. Zeigefinger oben, die anderen zwei Finger unten. Ja. Und dann ist es der Bogen ein bisschen stärker, weil dein Muskel baut sich ja erst noch auf. Mhm. Ja. Und wirklich darauf konzentrieren, dass der Zeigefinger bis zum Mundwinkel geht. Mhm. Ja. Und dann nur mit den Rückenmuskeln ziehen und nicht mit den Bizeps. Ja. Und dann Körperspannung auf und dann erst dann geht der Pfeil sauber und schnell raus. Okay. Ja. Zeig ich es dir mal. Also so weit. Mhm. Ja. Und sicher, die ersten paar Tage, die ersten 200, 300 Schuss wirst du dich noch ein bisschen plagen, aber wir merken, dass von Tag zu Tag das Ergebnis immer besser wird. Ja? Okay. Nur mal die Füße zu mir her. Also die Füße schulterbreit und gerade, damit es praktisch eine gerade Linie zur Scheibe gibt. Umso leichter tut man sich dann beim Abschießen. Okay. Ja? So, dann den Bogen hoch und dann hoch. Genau, und jetzt halten wir die Rückenmuskeln. So. Okay.